Moin Leute, wie ihr sicherlich aus dem Videotitel bereits entnehmen konntet, geht es heute um ältere Grafikkarten von Nvidia aus der Fermi-Generation. Und zwar, ich habe ein paar Fermi-basierte Grafikkarten gekauft für einen Vergleich zwischen Nvidias Fermi-Generation, die im Jahre 2010, vielleicht sogar schon Ende 2009 auf den Markt kam, und AMDs Radeon HD 6000 Generation. Da wird es einen großen Vergleich geben mit sehr unterschiedlichen Grafikkarten. Ich liste die jetzt einfach mal nacheinander auf. Radeon HD 5450, die ist ausnahmsweise auch noch dabei. HD 6450, 6670, 6850 sowie 6970. Und da ich noch eine zweite 6970 habe, werde ich die auch im Crossfire verschalten. Und eine Radeon HD 6950, die ich durch einen BIOS-Mod auf meiner Radeon HD 6970 simuliere, wird ebenfalls noch zum Test antreten. Auf Seiten Nvidias sind es eine GeForce GT 520 im Einsteigerbereich, eine GeForce GTS 450, eine OEM-Version allerdings mit 144 statt 192 Shader-Einheiten, sowie die GTX 465, die GTX 580, sowie auch eine GTX 580 SLI-Konfiguration mit 1,5 GB Speicher jeweils und auch eine GTX 580 mit 3 GB wird zum Test antreten. Alle Grafikkarten werden mit Referenztaktraten betrieben, um eine Basislinie zu erzeugen, welche alle Grafikkarten mindestens erreichen können. Und da ich ein paar wenige Fermi-Grafikkarten habe, ja, von der GT 465 zur GTX 580 ist es doch ein höherer Sprung. Oder von der GTS 450, ne? Da fehlen ein paar 500er Karten noch. Deswegen kommt hier der Nachschub in Form einer Nvidia GeForce GTX 560 Ti. Wow, sogar hier das Referenzdesign von Nvidia. Ich zeige euch auch nochmal, dass es tatsächlich eine 560 Ti ist. Das steht nämlich hier. Fragt sich nur, wie viel Speicher die hat. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Außerdem werde ich die Karte aufschrauben und frische Wärmeleitpaste applizieren. Das ist mein heutiges Unterfangen. Interessant ist, dass die Abdeckung hier etwas gebogen ist. Ich dachte erst, da hätte irgendwas Schweres drauf gelegen. Das ist aber nicht der Fall. Das haben auch andere Karten so, wie ich das gesehen habe. Das ist also tatsächlich so gewollt. Diese Wölbung hier. Das ist sehr interessant. Der Lüfter dreht ja problemfrei, wie man sieht. Ne? Hier hat die Karte ihre Grafikausgänge zweimal Dual Link DVI-I mit analoger Signalunterstützung sowie einen Mini-HDMI. Ausgang, da gab es auch ein Mini-HDMI zu Standard-HDMI-Adapter im Paket damals. Hier ist noch ein SLI-Finger für eine SLI-Bridge, weil man noch eine zweite 560 Ti denn hat. Die hätte man dann im SLI verschalten können. Das machen wir dann mit der 580. Und anders als man jetzt meinen könnte, steckt hier keine EVGA GeForce GTX 1050 Ti Pardon drin, sondern ich öffne mal den Karton. Ach, hier war vorher die... Nee, schon gut. Ich war gerade nicht bei der Sache. Und zwar, hier ist noch eine weitere Fermi-Karte drin. Und zwar von Colorful. Eine GeForce GTX 570 mit dem GF110 Grafikchip. Jedoch nicht im Vollausbau, sondern nur mit 480 statt 512 aktiven Shader-Einheiten, so wie ich das in Erinnerung habe. Die wird ebenfalls noch antreten. Hier mit, ja genau, DHE-Kühlung mit einem Radiallüfter, der die Luft hier ansaugt und durch die Slotblende nach draußen drückt. Ist ein bisschen lauter, dieses Kühlkonzept, aber das ist nun mal eben das Referenzdesign. Auch hier dieselben Bildausgänge wie bei der 560 Ti auf Referenzbasis
Und auch die braucht zwei 6-Pol-Stromanschlüsse. Allerdings jetzt hier seitlich, nicht hinten wie bei der anderen Karte. Das ist auch ganz interessant. Und die hat zwei Anschlüsse bereits, dass man auch drei GPUs, glaube ich, bis zu drei GPUs im SLI betreiben kann. Und wie gesagt, ich habe auch noch eine 580 im Referenzdesign. Ich glaube mit selber Länge. Und ich schaue mal, ob die Karten denn funktionieren. Das ist jetzt mein Hauptaugenmerk. Und dann öffne ich mal die 560 Ti, wenn sie denn geht. Ich glaube, bei der hat der Verkäufer noch frische Wärmeleitpaste appliziert, bevor er mir die zuschickte. Und eine Nvidia GeForce GTX 550 Ti habe ich auch noch bestellt. Die kommt die Tage auch noch. Die Karten waren auch ziemlich günstig. Die GTX 570 hat 20 Euro gekostet, exklusive Versand. Der hat auch nochmal um die 5 Euro, glaube ich, gekostet. Die 560 Ti gab es für 15 Euro. Und die GTX 550 Ti, die war kurioserweise am schwersten zu einem günstigen Preis zu bekommen. Die werde ich für 10 Euro erhalten. Verschickt ist sie, mit DPD wird sie geliefert. Ob sie funktioniert, ist eine andere Sache. Das ist allerdings keine Referenzplatine, sondern ein Custom-Modell von EVGA, glaube ich. Ne, PNY. Da bin ich auch mal echt gespannt. Hier ist nun meine kleine Testplattform aufgebaut. Ich habe mich für ein Intel DH61CR Motherboard entschieden, mit Intels H2-Sockel, auch LGA 1155 genannt, in Kombination mit dem H61 PCH. Ein Sandy Bridge System, und ich habe auch eine Sandy Bridge CPU installiert, und zwar eine sehr leistungsschwache CPU in Form eines Intel Pentium G850 mit Onboard-Grafik. Das habe ich vorhin ausprobiert mit eben dieser Grafik, ob das System auch problemfrei funktioniert, und das tut es. Und neben der CPU sind insgesamt 4 GB DDR3 1333 RAM installiert. Also zwei Module mit jeweils 2 GB. Nichts Besonderes, aber falls mit den Karten irgendwas sein sollte, dann zerschieße ich mir jedenfalls nicht das beste System. Das muss man ja auch bedenken. Und ich fange mal mit der GTX 570 an. Versorgt wird das Ganze von einem Corsair VS650 Netzteil mit 650 Watt. Das sollte definitiv reichen. So, die Karte müsste jetzt sitzen. Dann schließe ich den Mini-Monitor, der hier steht, mal an die Karte an. So, vielleicht noch ein bisschen festschrauben. Brauchen ja an für sich nur eine Seite. Und das Netzteil hat natürlich auch die entsprechenden Stromanschlüsse für hungrige Grafikkarten. Okay, kann eigentlich auch schon losgehen, wenn ich nichts vergessen haben sollte. Ja, ich habe was vergessen, das Netzteil auszuschalten. Das sollte man, wenn man irgendwas am PC verändert, von der Hardware her im Vorfeld ausschalten. Ganz wichtig. Habe ich jetzt leider vergessen, aber sollte kein Beinbruch sein. Okay, das war das DVD-Laufwerk. Okay. Schauen wir mal. Wie man sieht, es wird ein Bild ausgegeben, und das stammt von der GTX 570. Und dann bin ich mal gleich gespannt, wovon gleich versucht wird zu booten. Offenbar von der Linux Live CD, die ich mal reingelegt habe. Auch hier unter Lubuntu in den Systemeigenschaften wird die GeForce GTX 570 mit dem GF110 Grafikchip von Nvidia korrekt dargestellt. Jedoch besitzt sie keine 128 MB Speicher, sondern höchstwahrscheinlich 1280 MB. Und nun zur GeForce GTX 560. Und ich habe wieder vergessen, das Netzteil auszuschalten. So eine So. Ach Gott. So. Aber auch die gibt ein Bild aus, und
Na, jetzt glaube ich, war es doch zu spät. Ach, doch nicht. Dann können wir nochmal hier kurz die Ultimate Boot CD starten und uns die Systemeigenschaften anzeigen lassen. Ja, keinerlei Bildfehler. Und die wird als GTX 560 Ti mit dem GF114 erkannt. Die dürfte wahrscheinlich 1 GB Grafikspeicher besitzen. Dann schauen wir uns NVIDIAs GeForce GTX 560 Ti Referenzdesign mal ein bisschen genauer an. Dafür nehme ich erst einmal den Kühler ab. Und zwar finde ich dieses Kühldesign ziemlich interessant. Hier wäre nochmal die Unterseite der Oberschale auch recht verstaubt. Ja, da gehe ich mal kurz mit Bremsenreiniger bei und mache das nochmal sauber. Und das ist dann das Innenleben. Ein interessanter Kühler mit 3 Heatpipes, die die Wärme verteilen. Den nehme ich auch noch ab, damit wir den Grafikchip auch noch mal mit frischer Wärmeleitpaste benetzen können. So, dann noch mal kurz hier zum Lüfter. Der kann mit 12 Volt betrieben werden und nimmt bis zu 0,6 Ampere an Strom auf. Ah, hier sieht man auch das Herstellungsdatum. Das müsste dann der 8.9.2011 sein. Wahrscheinlich haben sie das so herum geschrieben. Erst den Monat, dann den Tag. Leider weiß man das immer nie so genau. Oh, ihr glaubt ja nicht, wie hart die Wärmeleitpaste geworden ist. Ich bekam den Kühler bald nicht runter. Und zwar musste ich alle Schrauben von der Rückseite erstmal lösen, weil der eigentliche Grafikkartenkühler ist mit dieser Bodenplatte verschraubt. Hier sind ja noch 4 Schrauben und die sind eben mit dem GPU-Kühler noch verschraubt. Hier sind auch einige Wärmeleitpads, wobei mir eines schon kaputt gegangen ist von dem einen Grafikspeicher. Naja. Muss man mal gucken. Ich mache das hier neu. Dann kriegt die GPU neue Wärmeleitpaste. Und da müsste dann der GF114, meine ich, dann zum Vorschein kommen. So, was ihr hier jetzt seht, ist nicht der eigentliche Grafikchip, sondern ein Headspoiler, wie man ihn von CPUs her kennt. So bei AMD und Intel. Das ist also hier schon richtigerweise der GF114 Grafikchip, zumindest dann der Deckel. Der eigentliche Grafikchip sitzt da drunter, der würde dann auch schon glänzen, wie man es eben von CPUs ohne Headspoiler her kennt. Und mit Wärmeleitpaste ist er mit dem Headspoiler thermisch verbunden. Man könnte jetzt also den Deckel abnehmen und die Wärmeleitpaste darunter tauschen, um den Temperaturübergang zu verbessern. Das ist allerdings auch ein sehr hohes Risiko, weil man hier auch sehr viel zerstören kann. Anders als bei CPUs ist das Risiko bei Grafikkarten, die zu köpfen, dann doch etwas höher, nach meinem Geschmack. Gut, der GF110-Chip, der ist dann quadratisch und noch etwas größer als der Chip hier, aber auch wieder mit einem Headspoiler versehen. Bei den günstigen GPUs von Fermi, zum Beispiel hier eine GT520, da ist das nicht der Fall. An für sich könnten wir auch hier mal den Kühlkörper abnehmen. Die Karte habe ich im Jahre 2012 gekauft. Die ist also schon 7 Jahre alt. Da könnte man auch eben an für sich den Kühler abnehmen.
um die Wärmepaste auszutauschen. Ja, das wäre hier wohl die günstigste Fermi-Karte. Okay, da gäbe es auch noch die GeForce 510, aber nur für OEM-Fertiger. Und das ist eben die GT 520 mit einem Gigabyte Speicher. Mehr steckt hier auf der Karte nicht drauf. Okay, der ist so ein bisschen hier verschoben. Das ist noch so ein Abstandshalter. Auch hier hat Palette ein bisschen viel Wärmeleitpaste drauf gemacht. Auch die ist schon hart geworden, müsste man also mal erneuern. So, Wärmeleitpaste ist ab und dann kommt hier Nvidias GF119 GPU zum Vorschein. Wie man sieht, die hat jetzt keinen Headspoiler. Die spiegelt ja auch ein bisschen, ne? Ja, also die Oberfläche sieht eben etwas spiegelnder noch aus als hier bei der GTX 560 Ti. Und hier bei der GT 520 hätte man noch ein paar mehr, also doppelt so viele RAM-Chips verbauen können. Anders als bei meiner Version mit einem Gigabyte. Offenbar hat es die GT 520 auch mit 2 GB gegeben. Und die Speicherchips, die sind vielleicht hier von Micron. Ja, die sind von Micron. Da interessiert mich mal, wie die zertifiziert sind, mit welcher Taktfrequenz man die betreiben kann. Weil diese GT 520 taktet den Grafikspeicher mit 535 MHz, obwohl 800 oder 900, ich glaube sogar 900 MHz vorgesehen wären. Die Spannungswandlung beschränkt sich hier auf 2 Phasen, während die Karte dann schon 4 Phasen nutzt und deutlich mehr Kondensatoren. So, auch Nvidias GeForce GTX 550 Ti verwendet keinen Head-Spreader. Hier kommt also auch der nackte Grafikchip zum Vorschein, wenn man den Kühler entfernt. Das ist hier tatsächlich eine GTX 550 Ti von P&Y, die leider starke Grafikfehler produziert. Deswegen, naja, nicht wirklich verwendet werden kann. Ja, ich habe jetzt noch zu tun, die ganzen Grafikkarten säubern und wieder zusammenbauen. Das Ganze funktioniert genauso wie beim Auseinandernehmen, nur in umgekehrter Reihenfolge. Deswegen könnt ihr das Video, wenn euch das interessiert, rückwärts laufen lassen, wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Grafikkarte wieder zusammenbekommt. Ihr müsst halt nur frische Wärmeleitpaste hier noch auftragen und die dann gut verteilen auf dem gesamten Die, beziehungsweise auf dem gesamten Headspoiler. Bis zum nächsten Mal.